Also ich komme nicht von hier, ich bin aus Thüringen. Wir sind extra heute für die Relegation, fürs Rückspiel in Heidenheim, sind wir hergefahren, um unseren SVW zu unterstützen. Nur um heute in Bremen zu sein, um Fußball zu gucken. Eigentlich auch schade, dass Werder nicht daheim spielt, weil es ja eigentlich immer was Besonderes. Du bist am Stadion, ist keiner da. Wir fahren 4,5 Stunden von Thüringen bis hierher und dann auch morgen wieder nach Hause. Wir haben hier ein Hotel genommen und nur für Werder, alles für Werder. Gefallen ist und die haben es ja echt noch mal spannend gemacht, nachdem das 1:1 gefallen ist. Ich hatte davor immer den Eindruck, Werder bettelt regelrecht da oben noch den Gegentreffer und dann war es natürlich haarscharf, dass man gedacht hat, jetzt fällt vielleicht auch noch das 2:1 für Heidenheim, aber dann ist ja toi 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 das 1:2 für Werder gefallen. Also man kann es vielleicht noch gar nicht so richtig realisieren. Auf jeden Fall kann man jetzt nicht zeigen, aber beide Daumen hoch für Werder. Und freut mich besonders für Herrn Kohfeldt, weil der ja eine Menge in letzter Zeit einstecken musste dann. Ich muss ganz ehrlich sagen, Werder hat sich heute wieder nicht mit Ruhm bekleckert. Aber Werder hat es Gott sei Dank geschafft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auf der ganzen Situation muss der Verein jetzt reagieren und aufpassen. Und ich glaube, dass wir es unterm Strich schon verdient haben, drinnen zu bleiben. Wir haben so viele Situationen gehabt, gegen Gladbach keinen Elfmeter, gegen Schalke keinen Elfmeter bekommen und verschiedene andere Situationen. Wir haben viel, viel Glück gehabt, aber jetzt müssen wir auch darauf aufbauen und die nächste Saison besser gestalten. Boah, also es war... Mein Gott, was war das für ein Spiel jetzt zum Ende in erster Halbzeit? Okay, war okay, erste Halbzeit. Kampfbetont auf alle Fälle. Und was soll ich sagen? Zweite Halbzeit. Ey, ich hab's eben schon gesagt. Finn Bartels, danke dafür. Ey, du bist der größte Kämpfer in dieser Mannschaft. Diese Mannschaft, ein Riesendanke. Danke dafür, was ihr nach Corona gemacht habt. Ihr habt euch da reingekämpft. Ihr habt euch einen Arsch aufgerissen. Vielleicht nicht in allen Spielen, aber in den besonderen Spielen. Gegen Freiburg, gegen Schalke. Und jetzt, wisst ihr was? Auf euch geht hier die dicke Party. Werder Bremen, ole! Werder Bremen, ole! Werder Bremen, ole!